Hallo und Glück auf vom Trainingsgelände des FC Schalke 04. Heute ja, wieder mit ein bisschen Regen, also kein Sommer in Sicht. Auf dem Platz auch keine großen Veränderungen. Ich bin jetzt beim vierten Training in der Vorbereitungszeit, also in den zwei Wochen. Und ja, ist nicht so viel passiert. Außer Neuzugang Musa Sylla, der ist ja seit gestern beim Mannschaftstraining dabei. Und heute hatten wir ihn gleich vor der Kamera zum Interview. Und wir haben ihn natürlich gefragt, wie waren denn die ersten Tage hier auf diesen aufregenden Schalke? Gestern hat er es ja mitbekommen, ganz viele Fans beim Training, das kennt er ja alles so nicht. Ja, und wie hat er das alles so wahrgenommen und erlebt? No, it's my first day here yesterday. It was a very good day for me because it's my first training, you know. I saw the fans. It was very good, and I already know Schalke is one of the best supporter in Germany, and I'm excited to see the fans in the stadium. Ja, Musa Sylla ist der einzige A-Nationalspieler jetzt im Team des FC Schalke 04. Und damit sei dann auch die Frage gestellt, er hat sehr viele Angebote bekommen. Warum hat er sich für Schalke entschieden? Because it's a very good club. It's a good club for me. And it's a very good challenge for me. And I hope this season we're gonna do better than last season. Also ein beliebter Spieler, der von vielen gejagt wurde. Er ist letztendlich jetzt bei Schalke gelandet. Wie viel Anteil hat denn zum Beispiel Ben Manga an der Verpflichtung von Musa Sylla? Yeah, I talk with Ben. He say a lot of things about my quality, and I know the job for Ben also, and I know also the coach. The coach they did the really good stuff, and I'm very excited to start, you know. Ja, natürlich haben wir auch über Ziele gesprochen, eigene Ziele oder Ziele mit der Mannschaft. Kann man das nach so kurzer Zeit schon zusammenfassen? I think it's very good experience for me because I start very young in Monaco, you know, young player, you play Champions League, sometimes you don't play. And I take the decision to live in Netherlands and to come back in France because I'm waiting for my baby 2 years ago. And now I'm a big man now, I can say this, and it's a moment for me to confirm, you know, and Schalke for me is the best club. Yeah, I like to score some goals. I'm the player team. I like to run for the player. I like to go deep, and yeah, to make the fans happy also.